Ja, hier auf meinem Auto ist ja immer noch die alte 0564, die Originalsoftware drauf, und die hat auch durchaus einen Vorteil. Die hat nämlich keinerlei Standverlust im Hauptakku, im Fahrakku. Deshalb habe ich den jetzt hier nochmal angeschlossen und das Limit auf 50% gesetzt. Und ich habe genau 50% im Akku. Hier sieht man das auch. Da hat er gerade nochmal den Verlust vom Fahren von der Ladestation praktisch von bis hierher ausgeglichen, ganz kurz. Und jetzt hat er nur noch den Standverbrauch vom 230 Volt Adapter. Sind um die 3,5 Watt. Die hat er halt dann ständig. Da kann er nichts gegen machen. Aber ansonsten Ladeende, 50% State of Charge. So lassen wir jetzt das Auto mal stehen und machen uns hier hinten, da hat es nämlich noch die Statistik, mal einen Reset auf 0. Der ist schon auf 0, aber nochmal definiert auf 0. Und dann schauen wir uns das an. Ob ich jetzt die nächsten Tage, wie viele Tage kann ich stehen lassen? Ah, jetzt haben wir Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag muss ich wieder fahren. Also die Tage lasse ich ihn jetzt mal stehen und beobachte das hier, ob er dann noch irgendwelche Verbräuche hat. Außer diesen 3,5 Watt. Okay. 3,5 Watt, dann müssen wir verschmerzen. 0,03 Ampere bei 230 Volt sind das nämlich. Standverlust durch den 230 Volt Ladeziegel vom VW ID.3. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass wir 0 Verlust haben. Also immer noch 50% im Akku. Wir beobachten das. Die erste Nacht. Es werden hier weiterhin die 3,5 Watt gezogen als Standleistung sozusagen von dem Ladeziegel. Mehr passiert hier gerade nicht. Und auch über Nacht ist noch nichts passiert. Summieren sich natürlich die Standverbräuche, haben aber noch keine Prognose. Also im Moment wurde nicht nachgeladen hier. Wir sind aber auch erst am ersten Tag. Wir werden das weiter verfolgen. Und wieder ein neuer Tag. Aber wir sind weiterhin im Leerlauf. Das heißt, keinerlei Verlust im Akku, der dazu führt, dass hier wieder aufgeladen wird. Sieht hier dramatisch aus, aber das sind die Standby-Verluste. Und man sieht es auch hier unten, das sind echt geringe Verluste. Und hier ist mal eine erste Hochrechnung, was das kosten würde, wenn man das Auto die ganze Zeit so dranhängen lassen würde. Sogar aus den Euros umgerechnet mit 30 Cent die Kilowattstunde. Also das ist okay. Sprich, im Moment null Verlust im Akku, 50% State of Charge seit 2 Tagen. Sieht man auch im Tronity. Tronity erkennt auch, dass das Auto eingesteckt ist. Aktueller Status tatsächlich von heute Morgen. Also alles online, aber alles bei 50%. Detailliertere Werte haben wir nicht. Gehen wir jetzt auch mal davon aus im Moment. Also kein Verlust im Akku bisher. In der App dasselbe. Das ist ja der Wert auch hier, den man da sieht. 155 Kilometer kalkuliert er daraus. Das wären ja 300 Kilometer bei 100%. Nur mal so am Rande erwähnt. Meine Reichweite hier ist nämlich bei 250 prognostiziert. Dritter Tag in Folge. Das Auto steht immer noch vor der Tür angeschlossen. Und 50% State of Charge. Aber wir schauen uns an, ob unsere Fritz-Steckdose irgendwas aufgezeichnet hat. Hat das Auto irgendwas nachgeladen? Ich glaube nicht. Aber ich schaue mir das vorsichtshalber natürlich mal an. Ich muss halt irgendwann fahren. Deshalb wird dieser Test jetzt nach 3 Tagen beendet. Ein Tesla hätte das nicht überlebt. Der hätte da definitiv nachgeladen. Sollte der ID.3 wirklich keinen Vampir haben, keinen Vampirverlust, hat er irgendeinen Knoblauch im Tank, im Akku? Aktuell ist auf jeden Fall nichts zu sehen. Mal schauen auf Langzeit. Nee, auch hier nur der Ruhestrom. Ah, der Ruheverbrauch. Hier jetzt nochmal konkreter, haben wir aber schon gesehen. 9 Euro übers ganze Jahr, wenn man das die ganze Zeit da dranhängen hätte. Ja, also marginal. Irgendwas haben die da richtig gemacht. Ich vermute aber stark, deshalb mache ich ja diesen Test auch hier. 0564 ist meine Version. Wenn wir dann irgendwie eine 0783 oder eine 10 haben werden und dann auch die 12-Volt-Batterie nachgeladen wird, vermute ich stark, dass das anders aussieht. Dann haben wir auch einen Vampirverlust im VW ID.3. Im Moment VW alles richtig gemacht. Ein Stehzeug verbraucht keinen Strom. Das finde ich mal gut. Also hier ist eigentlich auch alles an, grün sogar. Es wird aber nicht geladen.
vermute aber stark, dass zum Beispiel meine 12-Volt-Batterie schon wieder unterhalb von 12 ist. Ja, null Anzeige. Geht das Auto überhaupt noch auf? Es blinkt zumindest. Also hier blinkt es, Alarmanlage. Drin ist auch eine LED an. Warum, weiß keiner. Und es geht noch auf. Das klappt alles. Es kann jetzt auch sein, es geht nämlich das Licht an und was nicht alles, vorne auch, dass tatsächlich jetzt der Verbrauch so hoch ist, dass er dann natürlich von meiner Steckdose auch was zieht. Das ist klar. Hier ist alles aus. Wir machen mal auf. Das Auto ist noch nicht richtig an. Also an geht es erst, wenn man sich reinsetzt. Also das hier wird alles, soweit ich weiß, aus der 12-Volt-Batterie gezogen. Die sämtliche Beleuchtung erst einmal. Die 12-Volt-Batterie wird aber nicht geladen. Ich zeige das hier auch mal. Keine Anzeige hier. Das heißt, wir sind unter 12 Volt. Und ich setze mich mal rein. Dann schaltet sich das Auto nämlich in so eine erste Bereitschaft. Da seht ihr es. So, und jetzt habe ich eine Verbindung auch zwischen der Hochvolt-Batterie und der 12-Volt-Batterie. Und die fängt jetzt an zu laden. Seht auch hier, der Ladestrom ist zu gering. Normalerweise ist der um die 14. Also unsere 12-Volt-Batterie ist tatsächlich unter 12 Volt gesackt. Vorne kriege ich jetzt auch eine Ladeanzeige. Sprich, ja, es geht auch die Klimaanlage an. Das ist nicht so gut. Können wir aber hier auch verhindern. Mache ich gleich mal wieder aus. Ja, minimaler Verbrauch also jetzt hier. Den man nämlich im Grunde nur 12 Volt Batterie lädt. Und das System hier irgendwie am Laufen hat. Selbst das Infotainment könnte ich ja prinzipiell auch ausschalten. Ja, so. Auch noch weg. Also viel weniger kann es jetzt nicht mehr verbrauchen. Doch. Das hier noch ausmachen, Lichtle. Ah, ich könnte noch die ambiente Beleuchtung ausmachen oder sowas. Nee. Und wenn das nächste, was ich jetzt noch machen kann, das Auto in Fahrbereitschaft versetzen. Das ist dann da unten, indem ich die Bremse noch drücke, ja. Das kann auch noch sein. Und dann habe ich so das Maximum. Also wir drücken mal die Bremse. Gucken dann auch, ob sich hier was tut. Das bleibt soweit gleich. Okay, was soll diese Meldung? Das weiß ich nicht. Also manchmal sind die Meldungen hier von VW irritierend. Ah, zeigt mir jetzt hier tatsächlich im Stand was an. Das habe ich auch noch nie angeguckt. Es kommt immer dasselbe. Hier kommt was anderes. Kann man wohl noch konfigurieren, was hier, wenn das Infotainment aus ist, da angezeigt werden soll. Ansonsten kommt das so, genau. Online-Modus ist übrigens immer an, also der Online-Modus vom Auto an sich, dass man zumindest mal die rudimentären Sachen abfragen kann. Ja, ihr wollt immer die Anzeige sehen hier, okay. Gut. Björn Nyland hat ja lange Untersuchungen gemacht, wie kriege ich das Auto eigentlich hier in diesen, wie er immer so sagt, Übernachtungsmodus, sodass die Klimaanlage dann auch die ganze Zeit an ist und nicht nach 30 Minuten ausgeht. Also jetzt wird das Auto, wenn ich nichts mache, nach 30 Minuten einfach wieder ausgehen hier. Ja, das kann man so verhindern, sieht man nämlich im Manual bei dem Service, dass man ständig das Bremspedal drückt. Und hier gibt es tatsächlich dann so ein Teil, was man hier reinspannen kann, das ständig das Bremspedal drückt und dann geht das Auto auch nicht mehr aus. Das ist also eigentlich ganz einfach machbar, lieber Björn. Musst dir nur mal das VW-Manual angucken. Ja. Und wir schalten das hier wieder aus. Nee, geht nicht. Wo muss man ausschalten? Muss tatsächlich am Ausschalter ausschalten. Dann geht auch alles wieder aus. Und wir können das Auto wieder zumachen. Und es trennt sich dann auch von der Hochvolt-Batterie. Erstmal hier Ende-Melodie, okay. Wir gehen hier raus, da seht ihr, und wir schließen ab. Ja, knapp über 12 Volt. Okay, ich beende jetzt hier aber meinen Versuch. Also unter 12 Volt schaltet sich hier meine Anzeige auch aus und verbraucht dann selber auch keinen Strom mehr. Jetzt verbraucht sie natürlich was. Toggelt auch. Oh oh. Ja, ich werde nachher mal eine Runde fahren, ist also kein Problem. Aber schauen wir uns mal kurz noch an, was denn meine Fritz-Steckdose in dieser Situation da so getrackt hat. Ja, sieht man eigentlich recht schön. Also erstmal habe ich mich reingesetzt, dann ist die Heizung angegangen,
Heizung ausgeschaltet. Ja, und dann saß man im Auto. Macht also keinen Unterschied, ob ich die Bremse getreten habe oder nicht. Ja, Leute, das war's dann wohl. 3 Tage stehen lassen, kein Standverlust. Wunderbar. 05er Version vom VW ID3. Wir beobachten das weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja, das ist schön. Ja, das ist schön.